Schaut, wir haben einfach feige, feige Bischöfe. Das haben wir gesehen in der Pandemie. Jeder Bischof hat die Pflicht, wenn jemand am Sterben ist, sofort hinzugehen und die heilige Salbung zu geben. Und so Sünden da sind zu vergeben. Jeder Priester. Die Pandemie, ja, man kann nicht mehr gehen, Spital ist abgeschlossen, das ist abgeschlossen. Und das Wahnsinnige geben sie den Heiland in der Hostie. Es Leib und Seele. Nehmen sie mit der Zange und geben es. Ich kenne jemanden, wo die Leute gerne die Zange nehmen. Der Teufel. In der Hölle. Wir wollen nicht und ich will nicht, dass überhaupt nur einer in die Hölle käme. Wenn ich etwas tun könnte, da ich würde es gerne tun und von Gott erbitten. Aber die Menschheit haben die Freiheit. Wehe, wehe. Ich sage sogar dem Bodenpersonal der Kirche, Papst, Bischof und so weiter. Wehe euch. Denn wann der Heilige Geist kommt, nur er kann noch alles machen. Wir sind Werkzeuge von ihm. Und ich habe eine spezielle Art. Ich weiß ganz genau, ich kann da auch nichts mehr machen. Ich kann vielleicht noch Seelen oder Hunderte oder... Naja, sagt lieber nicht, wie viel. Ich kann immer wieder Seelen retten. Als Aufgabe, die ich von oben habe. Durch seine Gnade. Aber... eine Rettung, die muss ja kommen. Und das kann kein Mensch mehr fertigbringen, nur noch der Heilige Geist. Wir hatten das Zeitalter Gottvater, das Alte Testament. Wir haben heute das Zeitalter Gottes Sohnes, das Neue Testament. Wir haben aber drei in einem. Der Heilige Geist muss noch kommen. Und er wird alles mit Feuer, mit Wasser, wie hat Gott gesagt, werde ich nie mehr tun. Aber mit Feuer wird er tun. Der Heilige Geist als Feuer. Welche gut sind oder möchten wieder zu Gott widerrufen, auch wenn sie die größten Sünde sind, da wird das Feuer sie nur entflammen für Gott. Die nicht wollen, die verbrennt es. Wir müssen noch einmal, wir müssen heute den Heiligen Geist so erflehen, erbitten, wie die Juden den Messias erbeten haben. Er kam sogar noch ein bisschen früher als geahnt, weil da zwei ganz große für ihn, nach ihm gebetet haben, Maria und Josef. Liebe, Liebe. Und gerade bei Priestern, Geistern, Bischöfen, Papst, die sollten Vorbilder sein, schaut Apostel Johannes. Wenn ich das anschaue, interessant, oder? Aus seinem Munde, Gottes Munde, kommt ein Schwert. Und bei mir schimpft man, Schwert. Wer denn ein Schwert greift, kommt durch das Schwert um. Das ist das materielle Schwert, oder? Aber das Schwert ist gemeint das Wort Gottes. Und das hat zwei scharfe Seiten. Und das ist wiederum das Hauptgebot, Gottes Liebe, Nächstenliebe. An dem werdet ihr geprüft, wenn ihr sterbt. Welche Priester sind noch gut? Dann schaut doch ihn mal ganz genau auf die Finger bei der Heiligen Messopfer. Schaut, ob sie verliebt sind wie ein Apostel Johannes. Wie nehmen sie dann den Leib Christi in der Hand? Wie legen sie ihn wieder ab? Wie gehen sie dann heilen den Nächsten?
Ist das wahrhaft der allmächtige, über alles liebende Gott, den man nur so wie ein Stück oder mit der Zange gibt? Schau doch auf die Finger, nicht auf die Worte. Es können viele wunderbare Worte sprechen, alles, was man einfach glauben muss, hatte ich bald gesagt. Aber schau doch, ob sie auch verliebt sind in Gott. Von einem Priester erwarte ich, dass er verliebt ist in Gott oder zumindest die Liebe sucht. Und da spürt man doch, wenn er diese unfassbare Liebe in der Hand hält, der zugleich der allmächtige Gott ist. Und da seht ihr, ob der Priester gut ist oder nicht gut, ob er glaubt oder nicht glaubt. Ich habe schon viele gesehen, auch bei den Traditionalisten, haben sie so da oben lange Zeit, es gibt ja mehr Spenden, oder er sieht sehr fromm aus, lang oben, dann kommen sie runter und lassen sie fallen in die Patene. Schaut auf die Finger. Wisst ihr, dass Gott bei vielen Priestern nicht mehr zulässt, dass sie noch konsekrieren dürfen?